Solange halt die Sachen mindestens sauber in 1080 laufen. Weil das Problem ist es halt bei Sachen, die dann so unebene Scheiße haben, die abzuscalen auf dem Fernseher. Aber 1080p auf einem guten 4K-Fernseher sieht auch immer ordentlich aus, finde ich. Was zum Teufel? Warum sah das gerade aus wie die Bonner Uni im Hintergrund? Four Studios. Ich will auch einen Roller auf der Arbeit haben. Leute, neues Spendenziel, Roller. Okay, können wir auch einfach... Ja, I get it. Aber das ist nichts weiter als Corporate-Propaganda, das so zu präsentieren. So, I get it. Alle Leute, ihr seid super cool. Ich hab nichts gegen euch, aber zeigt einfach den Scheiß. Zeigt einfach die Scheißspiele. Ninja-Theorie. Was war denn Obsidian? Einfach nur Avowed? Oder an was arbeiten die? Ich meine, Josh Sawyer wird wahrscheinlich auch ein neues Spiel haben. Dramatic Music Playing. Welcome to Obsidian Entertainment. Natürlich, jetzt ist es wieder leiser. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the Living Lands. A frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the Living Lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. Weiß nicht, ob ich New Vegas für dynamic gameplay gezeigt hätte, aber okay. We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings so in the world of Aurora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. Niemand von denen irgendwelche we want to give you the freedom abliest. To mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, shit. And abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries. Ich bin kein Freund davon, dass das über dieses Kreissymbol signalisiert wird. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Für so ein some units are extremely defensive, also sieht auf jeden Fall tausendmal besser aus als some are brutally difficult. And others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Sagen, ich die Umgebung that means so you can play however aus. You want. Equip a sword and shield and charge into battle. So das hat einen Stil, das Spiel, aber auch das Lighting hier, das lässt einfach alles so bland aussehen. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the Living Lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions.
Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Vollkommen okay. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you explore nur lauter sein. On your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Ist jetzt schon besser, dass wir nicht so Bethesda-Style direkt in die Mitte der Kamera gucken. Ich brauch keine Oblivion-Ansicht. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zoras. I was so surprised. Ich kann diesen Haarschnitt einfach nicht mehr sehen, ohne zu lachen mittlerweile. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course. Ja, die Präsentation ist relativ lame aufgebaut, ja. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? No, he's speaking angrily. I heard it all often and loudly. Vielen Wait, Dank für die Untertitel. Sergeant Masui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront es ist halt, es ist halt sehr schwer, so eine 0815 Nebenquest irgendwie interessant zu machen in dem either way, when you return in to town, so kurzen, you'll see the consequences kurzen, of your actions and the choices you made during this quest. Weil du halt null du hast halt null Kontext zu den meisten Sachen davon. In the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful and dynamic visual style. Also ich meine dafür, dass from ihr the outset, we knew that we so colorful to feel rich, und dann zeigen sie als erstes die Wüste, die einfach nur alles, das ganze Licht, die kompletten Details rausnimmt. So, das solltest du zeigen. Ich meine, das Problem ist aber hier, ist auch, dass das wirkt teilweise wie so RGB-Lighting. We can better deliver complex so, das ist auf jeden Fall, aber hier auch das ich sehe einfach nur, dass das rechts ist viel the zu hell, links ist viel zu dunkel. So Lighting in diesen eher realistischeren Spielen ist einfach eine Katastrophe. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. Das gefühlt einfach so, wir lassen die Engine einfach machen. All the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice ich weiß nicht, ob es auf einem OLED irgendwie besser aussieht oder so und die nur darauf ihre Sachen irgendwie designen, aber ich habe da bei so vielen modernen Spielen einfach richtig ein Problem mit dem, also das Lighting macht einfach so oft die komplette Stimmung vom Spiel kaputt. There's the opportunity there for life, for adventure and even a little danger. Weil das ist auch für mich, wenn ich da auf die Optik drauf gucke, das ist das Hauptproblem für mich bei dem Spiel. Also ich finde spielerisch und so sah das auf jeden Fall ganz, ganz gut aus. So gerade für so ein First Person. So das mit dem, dieser Ring als Hinweis für den Angriff, I don't know. Dann achte ich halt weniger auf die Charakteranimation, die Gegneranimation und mehr auf den Ring. Die ganze Zeit. Das sollte halt, wenn du sowas machst, dann sollte es mehr sein, der Gegner startet jetzt eine Attacke. Weißt du, wie bei Metal Gear Rising Revengeance, wo dann der Gegner startet seinen Angriff und das siehst du dadurch, okay, jetzt hast du dieses rote Leuchten. Oder beziehungsweise ist auch dafür da, um zu wissen, ist es ein Angriff, den du blocken kannst oder einen, den du nicht blocken kannst, ob es jetzt rot oder orange ist. Aber du musst auf mehr achten als einfach nur das rote Leuchten. Und hier sah es zumindest gerade so aus. Okay, Ende 2024. Und hier sah es zumindest gerade so aus, als ob du weniger auf die Attack Animation, sondern mehr eben auf diesen Ring achten musst. Hi, I'm Don Matthews, Studio Head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2.
and the team is working hard to bring you an unforgettable journey. Ich dachte, wie heißt der Tami oder so, ist doch der Studio Studio Head. Once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter narrative led experience that focuses on the things that we really care about and that we hope you care about too. Also ich meine, ich finde es gut, wenn es kürzer ist. Ich brauche jetzt kein irgendwie Hellblade, was 25 Stunden lang ist. Ich meine, ich habe auch kein Hellblade gebraucht, was 8 Stunden lang ist. Senua is back with a new quest. Aber es, she wants to stop the Vikings who raided her village. Wofür habt ihr dann irgendwie gefühlt 8 Jahre gearbeitet? Not just the quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way. Some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. Boah, ich freue mich jetzt schon wieder aufs Overacting. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. Ich meine, das Spiel sieht fantastisch aus. Auf jeden Fall, aber ich brauche halt mehr als einfach nur irgendwie so ein Grafikgewichse. Senua face up to giants who have plunged the land into chaos. Und halt spielerisch sah es zumindest in dem letzten Trailer 1:1 aus wie das Original. Und das ist dann so daran 7 Jahre zu arbeiten. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us. Overacting hat für mich aber wenig Platz in dem Spiel, was um mentale Gesundheit geht hauptsächlich. Das ist exakt das Gegenteil von dem, was ich in sowas sehen möchte. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. Die sehen auch immer irgendwelche Puzzle dann die ganze Zeit. It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Das ist so ziemlicher YouTuber-Look gerade, die Kameraeinstellung, also die erste. Fehlt nur statt dem Büro das Kallax-Regal im Hintergrund. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. Motion capture vom Gesicht brauche ich auf jeden Fall, wenn ich die Figur von hinten sehe. Die ganze One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Also bisher sieht's exakt so aus Senua wie das erste a superhero. Spiel. She's fighting for survival and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. Oh, wird das einfach torture porn? Like wie Tomb Raider 2013. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while and then I get to see that all again in game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. Können, ohne you was zu have sagen. To be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Du könntest das mit einfach random Footage von irgendeinem anderen Spiel austauschen gerade. Und es würde auf so viele andere Spiele passen, was wir sagen. Manifest in the voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations.
As we focus in immersion, binaural audio is halt perfect for this because through headphones nur halt in, you in surround schöner. Yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only apply to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a special audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is specialized around you and it's a very beautiful experience. Und ich werde es einfach wieder über meine TV-Speaker hören. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality. Das ist so das Äquivalent von Christopher Nolans Filme auf einem iPhone gucken oder so. On the music we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing als so beautiful. Jemals irgendwas zum Gameplay sagen würden, außer, oh, guck mal, wie brutal so und bla bla bla. This creates a very immersive and a very special and unique experience. Vor allem, ich will das gar nicht haben, weil das ist für mich wie ASMR. Da krieg ich einfach, wenn ich die ganze Zeit irgendwo links und rechts diese Stimmen habe, dann will ich einfach nur das Spiel ausmachen die ganze Zeit. Hellblade 2 is to not only see where Senua goes next. Weil auch die Stimmen im ersten Teil, das war alles so aufgesetzt. Und so fucking fake alles. Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. Blinzelt dieser Mann? That makes it real. I'm so der hat den kompletten Take nicht einmal geblinzelt. Our team here at Ninja Theory are putting into Senua's saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. Ich weiß absolut nichts mehr über dieses Spiel als vom letzten Trailer. So, all das, was sie gesagt haben, war null Information für das Spiel wirklich. Das ist so, oh ja, wir haben die Visuals gemacht, wir haben den Sound gemacht, wir haben die Dinger gemacht und es ist so, okay, kannst du auch mal spielen. Oh, das war absolut gar nichts. Komm, jetzt zeig das Indie-Ding einfach. Oder was machen sie wahrscheinlich zum Schluss? Ghostwire, baby, let's go. Square Enix, aber das ist doch... Okay, dann kommt Third, dann kommt jetzt, weil das... Was ist das? Das Visions of Mana? Das wird bei der Xbox Direct gezeigt? Kommt jetzt die Ankündigung, dass wir wenigstens auch die anderen Mana-Titel auf der Xbox kriegen? Greetings, Xbox Players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Aber es ist halt weird, dass es vorher schon auf dem anderen Event gezeigt wurde und halt kein, das wäre halt ein besserer Reveal hier gewesen, weißt du? コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる 聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは 1991年ファイナルファンタジー外伝として誕生して以降 マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち心に響く楽曲の数々武器の特性を生かして戦う Deren Eigenunterschiede klein, muss ich sagen. これまでに 17作発売され 長らく愛されてきました。 本作は 30年以上の歴史ある
今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井光一さんとともに聖剣伝説ビジョンゾンマナの内容を紹介していきたいと思います。リオガゴトコスタジオです。 Hello, I'm Koichi Ishii from Grep. I'm so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。Ich muss sagen, ich finde den grafischen Skill der Monster hervorragend.Auch so die dezenten schwarzen Outlines davon. Das sieht wirklich super aus. 自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。 Oh yeah baby, let's go! 非常に猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山公や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。Das ist den müssen sie fürs Marketing mehr in den Vordergrund setzen. デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや Damit, mit dem verkaufst du das Spiel. ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。Ich mag auch wie stark der hervorsticht durch das komplett schwarze Design in der farbigen Umgebung. 楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Ich hab da richtig Bock drauf. Ich finde das super aus. Ich finde das, also auch die ganze Umgebung. Ne, klar, so Action-Kampfsystem muss halt immer gucken, wie gut das ausbalanciert ist eben mit den ganzen RPG-Mechaniken. Aber zumindest...Visuell sieht es schon mal super aus und scheint sich auf jeden Fall ein bisschen viel machen zu lassen. Ich muss mal das Trials of Mana Remake spielen. Oh, geil. Oh, geil. So, して本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。Die Monster sehen so geil aus. Holy shit. Die haben auch genau den, also die Schattierung alles. Weißt du, dann hast du auf der anderen Seite Evout gerade eben mit seinem Colorful Design und das Ding bläst ihm einfach den ganzen Arsch raus. Ja, hab ich richtig Bock drauf. Heißt das, wenn die das jetzt so featuren, dass das Day One im Game Pass drin sein wird?ぜひ発売日を楽しみ待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズオブマナは、今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏
Weil es ist halt dann weird, so, hey, wir bringen das jetzt zum ersten Mal auf die Xbox, du hast die Mana Collection, die sie rausbringen könnten, du hättest das grauenhafte Legend of Mana Remake, okay, aber du hättest zumindest Trials of Mana, was du rausbringen könntest, und du hättest das Legend of Mana Remake, was du rausbringen könntest. Also da ist, keine Ahnung, finde ich ein bisschen weird, dass irgendwie dann gefühlt jetzt nicht noch andere Sachen im Vorfeld mal rauskommen. Weil ansonsten wirst du wahrscheinlich kaum Fans von der Mana-Serie. So die ganzen Fans davon, die sind dann schon auf der Switch und auf der Playstation. So, Yakuza hätte hundertprozentig weniger gut funktioniert auf Xbox, wenn sie nicht die komplette Serie rausgebracht hätten darauf. Hello and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013. Haben die The Quiet Man gemacht? Building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization 5. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ich wollte gerade sagen, das ist so. Aura History Untold is the game we've dreamt of making. Aura is an homage to historical gamers, strategy gamers, ist das nicht schon raus? 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you explore the world, expand your nation, govern your people, perfekt alles and engage lesen. With your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. Boah, bitte mach die Icons noch kleiner, Leute. Challenge some of the preconceived notions about the genre. Push it forward in a modern, empowering, das wird garantiert hervorragend mit dem Controller zu spielen sein. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Aura, the historical grand strategy game that presents a living world, where you can rule how you want to rule and chart your own path, becoming the most prestigious nation on the planet. Guck dir mal, warum sind die Icons so fucking klein, wenn ich das mit der Maus bediene? Es ist ein Spiel, mit dem ich durch diese ganzen Auswahl und Icons und Menüs interagiere und es ist das Kleinste auf dem ganzen Bildschirm. Guck dir das mal an, das ist so viel leer, so viel freier Space, auf dem nichts ist. Not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Aura is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth. Aber wenn ich so ein UI-Design sehe, das triggert mich einfach nochmal extra. Ja, oh, Klapper, Penis, vielen Dank für das Primer. Vielen Dank für Penis. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. Oh, freut mich, dass dir 13 Sentinels gefallen hat. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Aura is our philosophy of rule how you want to rule. War das eigentlich überall so, okay, wir brauchen eine Person, die redet, und zwei, die im Hintergrund sitzen und arbeiten. To win a game of Aura, players will compete with their rivals to build the most impressive and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. Oh, Alter, ich hab die falsche Neurodivergency für dieses Spiel. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win. Nee. Personally, when I play Aura, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Aura that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games.
Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest und sonst so, into ne? all manner of goods and components. Those are the foundation for everything. Das ist so das Spiel, so wenn das, wenn das in dem GameStar Livestream geguckt wird, das ist jetzt der Moment, wo alle am wichsen sind. Das ist so, oh geil, oh Gott, oh ja, bitte mehr Menüs. The crafting system in Aura encourages thoughtful advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions. Das ist jetzt der faire Ausgleich. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Ich möchte wieder irgendein Spiel, wo ich Dinge schlagen kann. And reacting to their opponent's moves. Es ist halt unfair, auch weil letztes Jahr kam halt Hi-Fi Rush raus. Und das war noch ein Shadow Drop in dem Ding. Aber es kommt ja noch Indie, kommt ja noch gleich. Das ist ja gut. Das heißt, wir können jetzt gerade noch mal kurz ein bisschen Pipi machen und schlafen. Ein kurzes Nickerchen. Und dann, wenn Indie gleich kommt, ich habe auch schon aufgehört, versuchen zuzuhören. Downtime where you're not doing anything. It's not easy. Die können einfach gerade all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures. But leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities. Weird, dass die stehen alle so seitlich und gucken dich dann aber irgendwie an. Unique leader trait informed by their contributions to world history. Ich find das weird. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Dass der Kopf ein bisschen geneigt ist, okay, aber die stehen so 45 Grad und gucken dir dann, genau. Ich weiß, es ist immer diese Perspektive, die es in solchen Strategiespielen gemacht hat. Das ist halt so eine unnatürliche Art und Weise, jemanden anzugucken. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just cougars, 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 I hate cougars! I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work with a new strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Vor allem, weil das auch noch so von unten ist, weißt du, der Kamera, du siehst auch bei dem Typen, so die haben, das ist so, dass das Kinn ist so ein bisschen nach oben und die gucken dann immer so, das ist, so ich hab da einfach, das ist ganz, ganz weirdes Gefühl. Ja, auch da so der Kopf so ist so nach, so zur Seite, nach hinten irgendwie geneigt, als ob die dir gleich ins Gesicht spucken möchte. So, jetzt geht's los. So, Baby. Boah, ich hab Bock drauf. Auch vor allem Machine Games haben bisher nicht enttäuscht. Was ist das für ein Fake-Kölner Dom da im Hintergrund? Hey och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. What a jerk. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic Wolfenstein 2 hatte eine super Story, in pop culture. Oder? Also Spieler, das Problem von dieser Fokus auf Stealth, der nicht funktioniert hat, fand ich, aber that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, you know, a little bit nervous because
look, it's, you know, Indiana Jones, and so their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Zumindest bitte third person. Aber Machine Games, ich weiß, die haben halt... Ich weiß halt nicht, haben die jemals irgendwas in Third Person gemacht? Ich weiß nicht, gab's die vor Wolfenstein eigentlich? Der Stil sieht super aus. Of Africa. Ich mag, dass die sich so einen ganz eigenen Stil beibehalten haben. Okay, ja, von hinten, alles klar. Oh no! Oh no, it's actually first person! Oh no! Just different ways to interpret the past. Oh, Alter, Peitsche aus der... Wie willst du denn irgendwie so Peitschenschwünge an irgendwas dran aus der First Person machen? Just waiting. Oh. To be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Genau, das meine ich so. Das war jetzt in der Sequenz zu sehen. Wie sieht denn das dann im... Oder wechselst? Oh, es ist einfach Wolf. Es ist einfach Wolf. Das war Wilhelmschrei, oder? Bitte. Mankind has built sites of great spiritual significance. Weil die ganzen coolen Actionsequenzen, so das Plattforming, hast du aus der Third Person gerade gesehen? Ich hoffe nicht, dass es einfach nur eine Sequenz ist oder so, die abgespielt wird dann. So, genau das. Also ist es? Wechselst du dann hin und her? I've had run-ins with these guys before. Trust me. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Weil guck mal, wie oft die in die Third Person wechseln müssen, um diese Szenen zu zeigen. So. Weißt du, natürlich ist es in Indiana Jones, du willst ja die meiste Zeit eigentlich ja von den Charakter halt auch sehen. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Das war halt genau das, was ich gedacht habe am Anfang, wo es so, okay, Machine Games, die haben ja eigentlich nur Erfahrungen in First Person. You have any idea how old that was? Also ich habe weiter Bock auf das Spiel, aber ich habe halt Indiana Jones ist so das ist so ein Knieschuss. He means so much to so many people. So First Person, ist dann halt auch das First Person Combat. Ich habe halt jetzt wieder Sorge, dass die wieder dieses gleiche Problem aus Schleichen und Kämpfen eben haben. Dass es halt zu hohen Fokus auf Stealth haben wird, wie bei Wolfenstein. Das ist halt so genau das, was ich in dem Indie-Spiel nicht haben will. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees. Das war doch nochmal drüber vertont gerade. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. Das klingt nicht, als ob der da gerade im Raum stehen würde. Das klingt, als ob der in der Soundbooth gerade sich nochmal selber vertont. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fist fight, all of these moments are much more intense in first person. But we Bullshit. Still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade.
Macht's doch einfach Third Person, Leute. Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome, stop. Need help, stop. Also ich weiß, dass wir Machine Games, die können eine gute und interessante Handlung erzählen. Also von daher glaube ich, das wird so die beste Indie-Story, die wir halt seit Last Crusade eben, beziehungsweise Fate of Atlantis gekriegt haben. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. Aber halt diese komische du gehst dann in so eine, du führst einfach wie so ein Button-Prompt die Aktion aus und dafür gehst du halt in Third Person in die Ansicht rein. Das ist so weird. Das sagt mir eigentlich nur, dass das ganze Plattforming im Spiel nicht existent sein wird. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Sieht so lustig aus, weil es eben literally das gleiche, auch dass das das gleiche Gesicht eben ist. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. Und sein He's Augenbrauen. Highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. And forgotten in the sense of Africa. One of our models for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. Also genau wie Wolfenstein. How you approach any given situation is up to you. Also ohne melee, obwohl melee hattest du an sich auch ein bisschen. Patrol, or maybe you just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game.
You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. Das ist der Shit, von dem ich heute hoffe. Wie gesagt, so das Stealth Gameplay, I don't care. We have this world of mystery, aber ich hoffe, dass es halt wirklich gutes Puzzle- und Rätseldesign hat. Look, aber eben, wenn dir dieser Traversal-Kram da drin fehlt, das reduziert das Ganze einfach schon mal so. Weil das sah für mich einfach zu sehr nach so God of War Reboot-Traversal aus. Oder einfach drückt die Taste dran und dann führt Indy eine Aktion aus. Und er zieht sich hoch, schwingt irgendwo lang, aber du selber musst halt nichts dafür machen. For joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces. Es ist dann leider tatsächlich zu nah an Wolfenstein dran für mich. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. Also wie gesagt, so bei der Story mache ich mir halt ehrlich gesagt null Sorgen. Very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think. Ich meine, also wenn du die Enigma-Scheiße von den Wolfenstein-Spielen betrachtest, dann können die auch auf jeden Fall gute Rätsel bauen. Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Sollte jetzt nicht eigentlich auch ein Fels hinter Tartauert herrollen? Aber ja, zum Beispiel, dass er mit dem Flugzeug, das sah einfach aus wie die Anfangsszene aus Wolfenstein. Wo du auch aus deinem Flugzeug auf das andere Flugzeug drauf springst. Das war halt 1:1 eine Szene aus dem Anfang von dem Spiel. Das ist halt so die Sorge gewesen, die ich so ein bisschen hatte, dass es dann zu nah spielerisch an den Wolfenstein-Titeln irgendwie dran ist. Take one? Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Ich find weird, dass du Tamim nicht einmal gesehen hast in der ganzen Präsentation. Core to the vision of Aura is our philosophy of rule how you want to rule. Ich meine, das ist doch der Studio-Boss immer noch eigentlich. Stay happy. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you ich meine, are Indiana Jones. Fall 2024, Indiana Jones, nur 2024, das sieht aus, als ob es nochmal verschoben werden könnte. Ja, aber das ist ja eh Multiplattform. Ich nehme mal an, dass es dann vielleicht im Game Pass kommt oder so. Aber die Sache ist, sollten nicht eigentlich auch dieses Jahr mehr Ich meine, bei den ganzen Studios, die besitzen, sollte da eigentlich nicht mehr kommen dieses Jahr? Ich nehme mal an, du willst dich halt nur auf ein paar Sachen irgendwie Aber da finde ich halt ehrlich, da finde ich halt eine Nintendo Direct immer noch 1000-mal besser. So, an sich, na, es ist ja ganz cool, irgendwie die Leute oder so zu zeigen, die dann dafür aber es fühlt sich einfach so fucking fake an. Es fühlt sich so fucking fake an, wenn jedes Studio, in das du gehst, du hast immer so die gleichen Kameraperspektiven, du hast immer irgendwie so dieselben Techniken und das ist einfach so slick Corporate Propaganda-Style und das ist so, nee. So, es kommt halt kaum irgendwie die Persönlichkeit von den Leuten da irgendwie raus. Und das ist, dann zeig mir einfach, weißt du, dann mach halt Nintendo-mäßig, dann zeig mir einfach irgendwie so 10, 15 Spiele.
Weil da ist ja eigentlich mehr, was wir irgendwie haben müssten. Das ist, wir besitzen die halbe Industrie und wir haben jetzt für dieses Jahr irgendwie 4 Spiele angekündigt. Und das 5. ist dann ein Third-Party-Spiel, was Multiplattform ist. So, das war vollkommen fein. Das war vollkommen fein, aber ich meine, das einzig jetzt wirklich Interessante ist jetzt nur der Indie-Reveal gewesen. Aber, ne, du hast das dann, wo ist das hier am Anfang? Hier war es, glaube ich. Ja, genau, wo das dann so, das heißt, das Peitschenschwingen, so sieht das dann eben aus. Das heißt, du hast eine automatische Animation, die abgespielt wird. Und ehrlich gesagt, sieht das auch, guck dir mal, wie steif er aussieht. Das ist eben nicht deren Spezialität. Das ist wahrscheinlich auch deren Engine ist wahrscheinlich für First Person gemacht. Und das heißt, dementsprechend sehen diese ganzen Third Person Animationen eben auch so aus. Das ist halt nichts im Vergleich zu irgendwie einem Uncharted oder so. Ja, guck dir das mal an, als ob das einfach, da ist null Bewegung drin. Was zum Teufel? Mach dein... Ach du... Du blöder Hansel! Wo war das Ding? Da war's. Guck dir einfach mal an, wie der Körper sich absolut null bewegt. So die Beine, so wenn du dich so normalerweise schwingst, die Beine sollten hinten anfangen und dann sich eben nach vorne ziehen, wenn du dich dann in diese Richtung schwingst. Und das ist einfach, der bleibt jetzt die komplette Zeit steif. Und jetzt gehst du in eine First-Person-Animation, die dann wieder richtig aussieht, aber die null zu dem passt, was du da vorher gesehen hast. Muss mal gucken, ob ich hier so das Frame-mäßig zurückbringen kann. Komm schon. Na, guck mal, wie du siehst hier unten die Beine. Da siehst du seinen Fuß. Da, der ist komplett vorne. Das ist aus der First Person, sieht das absolut richtig aus. Dass er da nämlich das Gewicht dann nach vorne legen muss. Alter. Komm schon, da war doch. Wo war der Cut? Oh. Alter, ich hasse das im YouTube-Player. So. Ja, guck dir das mal an. Das ist zum Kotzen. Oh. Das ist einfach dann geskriptet. Ich finde das. Patron of the fallen angels. Protector of the. So, wie gesagt, so von der Story und allem her mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen und das ist irgendwie in dem Punkt als eine authentische Erfahrung rüberbringen. Aber in allen anderen Sachen war es eben so, oh, Machine Games für das Ding lernen die mal, also. Nee, wir machen halt das, was wir eben können und wofür unsere Engine eben auch ausgelegt ist. Und da pressen wir jetzt einfach das Indie-Ding rein. Ja. So in dem, da wünschte ich mir einfach, dass es dann an einen Entwickler gegangen wäre, die sich halt eher auf so ein wirkliches Third-Person-Action-Adventure. Weil ja, du kannst das dann auch mit Stealth oder sowas kombinieren, aber auch das fände ich aus der Third-Person-Perspektive halt wesentlich interessanter. Solange sich das gut spielt, aber es spielt sich ja nicht. Das ist ja die Sache. Du spielst ja, du machst nichts, außer dass du eine QTE machst in dem Moment. So irgendwo sich hochhangeln ist, du siehst da oben den Punkt, an dem du dich festhaken kannst, dann drückst du da drauf und dann ziehst du dich mit Indie irgendwie gerade hoch. Oder, oh, du schwingst dich irgendwo lang, du drückst da drauf und dann siehst du die Animation, wie Indie sich schwingt und dann gehst du wieder in die First Person rein. Da hättest du es auch in der First Person lassen sollen lieber. Weißt du, dann geh doch wirklich vollkommen Dying Light 2. Weil dieses dann Indie Third Person wieder wechseln, das ist doch vollkommener Mumpitz. Also, oh, wir wissen, dass die Leute Indie aus der Third Person sehen wollen. Dann mach ein Third Person Spiel. Ups, falsches Studio dafür ausgewählt. So, dieser Wechsel dann dahin, das ist dann vollkommener Mumpitz. Dann hättest du es lieber in der First Person lassen sollen. Oh.
Das oder wir hätten ein steifes Third-Person-Spiel. Wenn du es an den passenden Entwickler abgegeben hättest, dann hättest du kein steifes Third-Person-Spiel. Oder halt, dass man, ne, deswegen ist es ja nicht so, als ob ich dann irgendwie Machine Games dann nicht gesagt hätte, oh, die können das vielleicht dann hinkriegen. Es war halt die Sorge, dass es in die Richtung geht, aber ja, dann geht's halt in die Richtung. Und dann versucht man diesen Kompromiss irgendwie zu machen und dann finde ich ja, nee, dann hättest du es, also dann geh lieber in die eine Richtung. Aber es ist jetzt dieses, oh, wir machen Indiana Jones, aber wir können es nur aus der Perspektive machen, das ist unsere Perspektive, aber wir wissen, dass es wichtig ist, Indy die ganze Zeit zu zeigen und halt cineastisch und darauf irgendwie Wert zu legen und das ist, dann versuchen wir, das in solchen Gameplay-Passagen irgendwie reinzubringen und das ist so, Das ist halt dann nachher wieder so ein dämlicher Kompromiss, der nicht hätte sein müssen, wenn du es an ein anderes Studio abgegeben hättest. Das ist das einfach, was mich... Und das heißt nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie kacke ist direkt oder so. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich sehe einfach, dass da Kompromisse stattfinden mussten, die nur auf der Studioauswahl basieren. Das ist es einfach. Das ist doch kein Argument. Oh ja, andere Spiele mit Klettermechaniken sind scheiße. Also ja, ich hätte eins einfach mit einer guten Klettermechanik. Du hättest auch, wenn du es in First Person lassen willst, dann hättest du, wie gesagt, geh auf Mirror's Edge, geh auf Dying Light, beziehungsweise Dying Light 2 vor allem. Das kannst du auch dann umsetzen. Das wäre halt dann definitiv schwerer mit der Peitsche auf jeden Fall gewesen. Obwohl du hast bei Dying Light auch deinen Enterhaken, der aber anders funktioniert. Das hättest du garantiert irgendwie hinkriegen können. Aber ja, so, man weiß ja offensichtlich, dass das Zeigen von Indie das Wichtigste ist. Das ist halt, es ist... Sein Charakter ist das Visuelle. Es ist weniger der Charakter an sich, sondern es ist halt mehr wirklich so dieses, das ikonische Aussehen von ihm. Besser als ein Indie von Todd Howard. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann auch Todd Howard einfach nur First-Person-Spiele. Vielleicht ist das für den auch so ein Ding. Ich meine, du kannst auch in die Third-Person gehen bei Bethesda spielen, aber wir wissen auch, wie das aussieht. Und ist dann zu Machine Games gegangen. So, also, das macht so, weil ich dann auch jetzt eben, okay, dafür macht ihr eben kein drittes Wolfenstein, wodurch die Handlung immer noch offen ist und nicht abgeschlossen. Und dann denke ich mir, dann gib Indie halt an ein Studio ab, die halt Third Person besser können. Ich meine, okay, was. Naja, ist halt Bethesda, ne? Was, ich meine, jetzt, wo sie mit. Das ist wahrscheinlich vorher schon geplant worden, bevor sie mit Microsoft irgendwie zusammengearbeitet haben. Aber von den Studios, die Bethesda hat, ist halt so Third Person, die einzigen, die es halt können, sind Tango wirklich. Und ja, das wäre wahrscheinlich auch ein seltsames Studio, denen halt Indie zu geben. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen weird geworden, das kann ich dann schon verstehen. Aber es ist an sich so, wenn ich jetzt sage, oh, Indiana Jones von einem Studio, was halt ein Spiel in der Art, in der Richtung irgendwie gepasst hätte und Machine Games hätte dafür ihre Trilogie abschließen können. Ja, ich meine, das Kampfsystem scheint ja schon mehr auf, deswegen wahrscheinlich auch auf Stealth ausgelegt zu sein. Ich meine, andere Spiele haben es eben, hattest du auch solche Sequenzen, aber dann war es war dann schon mehr wie so Stealth-Sequenzen in anderen Third-Person-Spielen in der Art. Und das Kampfsystem war halt mehr auch auf den Faustkampf ausgelegt. Das ist eine Sache, die kannst du in First-Person umsetzen, auch gut, aber mehr One-on-One. Und was du halt in First-Person in einem Kampfsystem nicht so gut umsetzen kannst, sind halt ist dieses Brawl-Gefühl von, ne, wie jetzt irgendwie die Eröffnungsszene vom zweiten Indie oder sowas. Das sind halt Sachen, die du in First Person nicht so gut umsetzen kannst wie in Third Person, wo du halt dann wirklich die komplette Umgebung hast. Und das ist zum Beispiel etwas, was ja das Indiana Jones und die Kaisergruft gut gemacht hat. Das fand ich, das war eine von den Stärken des Spiels. Und das ist, ne, dieses, okay, einzeln und dann hast du so drei Dudes irgendwie vor dir hier und mal, aber so, weißt du, das, was zum Beispiel Uncharted 3 in der Anfangssequenz gut umgesetzt hat. So diese Barfight-Szene in dem Pub. Das,
das kriegst du halt in First Person nicht in, nicht so dieses Gefühl dementsprechend drüber. Ja. Ich komme mit dem ganzen Indie und Indie. Ich meine, Indie in dem Fall, wenn wir über Indiana Jones sprechen, dann ist es mit Y. Ja, das ist halt so, ne, wenn es jetzt ein anderes Studio wäre, was nicht mittendrin in einer Trilogie eigentlich wäre, dann würde ich da mich auch wahrscheinlich, dann fände ich das weniger frustrierend. Weil das ist so, man, ne, es gab dann dieses seltsame Youngblood oder so, was dann auch versucht wurde, so ein halbes Live-Service-Game irgendwie zu sein. Und die Narrative hängt jetzt einfach fest seit, ich meine, Wolfenstein 2 ist 6,5 Jahre jetzt her, ne? Das war Ende, oder? Ende 2017, meine ich, war das gewesen. Das kam relativ zügig nach New Order raus, ehrlich gesagt, wenn man das so sieht. Weil New Order war Ende 2014. Und dann kam das schon tatsächlich 2017 raus. Und jetzt haben wir 6, und dann warten wir, bis das rauskommt, sind 7 Jahre vergangen. Wenn ich mir vorstelle, wenn sie Wolfenstein 3 gemacht hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich schon vorher gehabt. Ja. Also wie gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ich glaube auch, ich werde daran meinen Spaß haben. Aber ich glaube auch, dass ich mich an genau den Sachen, die ich gerade angemerkt habe, wahrscheinlich dann auch wieder darüber aufregen werde. Das ist es halt eher. Ich meine, die Activision-Sachen, das ist ja, gerade wenn du im AAA-Bereich bist, das Problem ist, dass die ganzen Entwicklungen heutzutage 12 Millionen Jahre dauern. Und wenn jetzt ein Projekt gestartet wird, wenn jetzt zum Beispiel eine Xbox, Microsoft haben Activision Blizzard gekauft. Und wenn die jetzt ein neues AAA-Spiel in Auftrag geben, dann wird das nicht mehr auf dieser Konsolengeneration erscheinen. Dann wird das, wenn du jetzt mit der Entwicklung startest, dann wird das 2030 rauskommen. Wahrscheinlich sogar eher 31, 32 bei den aktuellen Budgets und Laufzeiten von dem Spiel. Was halt leider vollkommen abartig und auch eines der, beziehungsweise eigentlich das größte Problem der kompletten AAA-Branche mittlerweile ist. So, das ist vollkommen, die Zeiten sind vollkommen absurd. Wie gesagt, Wolfenstein 2 kam 2017 raus und das haben die dann in 3 Jahren gemacht, den zweiten Teil. Und das war kein kurzes Spiel. Wenn ich jetzt sehe, jetzt kommt Indie dann 2024 und wenn dann ein neues Wolfenstein rauskommt, dann kriegen wir das wahrscheinlich auch erst 2030. Und dann liegen zwischen Teil 2 und Teil 3 liegen dann 13 Jahre in der Trilogie. Es ist. Das war, glaube ich, wo war das? Ich glaube, das war auch im letzten Hooked-Podcast, wo die es auch dann erwähnt hatten, nochmal. Zwischen Metal Gear Solid 1 und Metal Gear Solid 4 lagen 10 Jahre. 3 Konsolengenerationen und 4 Mainline-Titel. Innerhalb von 10 Jahren. Von 98 mit Metal Gear Solid 1 zu 2008 mit Metal Gear Solid 4. Und was da was es da nicht nur einfach für einen Sprung gab, sondern auch einfach, wie zackig dann diese ganzen, und das waren auf ihrem jeweiligen System riesige AAA-Spiele. Und jetzt musst du teilweise zwischen Teilen irgendwie gefühlt so lange warten. Ja, stimmt, Old Blood war ja auch noch dazwischen, ja, ich weiß. Ja, ich meine, wir haben in dem Fall war Young Blood, aber da habe ich auch keine Ahnung, wie da die Teams aufgeteilt sind, ja. Das find ich gut, dass dein Opa schon die ganzen Holy Codes bereit hatte.
Für PS1 sagt man, dass jedes Jahr ein Spiel rauskommt. Ich meine, auch das war mit starkem Crunch verbunden. Also ich meine, das ist jetzt auch eine Sache, die ich dann nicht irgendwie forcieren will oder so. Also dann auch bei in der PS1-Zeit hätte man sich dann ruhig 2 Jahre für eine Entwicklung oder so Zeit lassen können. Ne, zum Beispiel irgendwie Crash 2 und 3 sind in unter einem Jahr entstanden und Crash 3 ist noch in ich glaube, 7 oder 8 Monaten nur entstanden. Aber selbst heutzutage, so, es muss ja dann nicht, aber so, wenn du halt diese insanen Production Values und dann muss auch noch alles 5000 Mal abgesichert werden, weil da ist ja dann so ein Investment drin, dass man sich dann zu 100%ig sicher sein muss und es ist, gefühlt brauchst du dann halt 7 Jahre und es, was dann finde ich auch nochmal so ein Problem ist, dass du hattest dann gerade während der PlayStation 1 und PlayStation 2 und ehrlich gesagt auch noch während der PS3-Zeit konnten Leute an mehreren Spielen arbeiten, um eben darin besser zu werden. Aber mittlerweile, so stell dir mal vor, du kommst irgendwie frisch von der Uni und dann hast du an deinen Studentenspielen oder so gearbeitet und wirst dann vielleicht relativ früh in die Produktion eines neuen AAA-Spiels geworfen. Und dann arbeitest du 7 Jahre daran, und dann hast du ein kommerzielles Spiel auf deinem Lebenslauf drauf. Und du hast die Erfahrung von einem einzigen Entwicklungszyklus in so einem AAA-Bereich. Innerhalb dieser 7 Jahre hast du vorher an 3 oder 4 Spielen gearbeitet. So, wie willst du dann heute noch irgendwelche neuen Talente da irgendwie dran hochziehen? Da hat dann pro Studio, wenn die es nur schaffen, an einem Spiel gleichzeitig zu arbeiten, da darf dann alle 4 bis 6 Jahre darf eine Person mal im Direktorensessel rein. So, auch das ist da konntest du halt früher so, hey, okay, hier, Shutakumi, gute Arbeit geleistet mit Dino Crisis 2, jetzt kannst du dein Herzensprojekt machen, wir geben dir 7 Monate, das reicht dann, um einfach ein GBA-Spiel zu machen. Mit Ace Attorney. So, das ist einfach das Abartige. So, du kannst dir heutzutage in diesem Bereich keine wirkliche Erfahrung mit mehreren Spielen mehr aufbauen. Das geht ja gar nicht. Du kannst ja gefühlt nur in diesem einen Ding drin bleiben. Und ich finde, auch das zeigt sich halt in gewisser Maßen irgendwie hier. Da geht dann nicht was anderes rein. Da wird dann nicht, okay, wir machen jetzt nicht Third Person, weil das ist eben das eine, was wir gemacht haben, was wir irgendwie können. Und es ist viel zu unsicher bei so einem Investment. Weißt du, was die fucking Marke wahrscheinlich alleine kostet? Wir wissen ja, wie die Marvel-Deals aussehen zwischen Sony und Disney. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Indie wahrscheinlich nicht anders aussehen wird. Ich meine, klar, Indiana Jones ist jetzt vielleicht momentan nicht so eine große Marke wie Marvel und die haben dann eine andere Verhandlungsbasis. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da auch super viel Geld reinfließt und dass es auch garantiert bei der Entwicklungszeit, bei den ganzen Kosten, dass es wahrscheinlich auch ein 200 bis 300 Millionen Spiel mittlerweile ist. So, und dann, ne, willst du dann Risiken eingehen? Willst du dann versuchen, jetzt auch nochmal komplett dein gesamtes Team umzutrainieren, irgendwie auf Third Person? Wenn das früher der Fall gewesen wäre, während der PS1 oder PS2-Zeit, wo es so, hey, wir können das dann, ne, es ist zwar ein Lizenzspiel, aber so viel krass kostet das auch nicht. Und dann können wir jetzt die Zeit mal nutzen, um mal was anderes auszuprobieren und uns da rein einzuarbeiten, weil, hey, der Entwicklungszyklus ist halt 1 oder 2 Jahre. Ja. Ja, von der Uni in den AAA-Gulag. Ich meine, das war vorher dann schon teilweise scheiße, je nachdem, wo du warst und in was für einer Crunch-Phase du reingeraten bist. Aber mittlerweile ist das ja dann auch, ne, stell dir mal vor, du kommst dann frisch von der Uni, gerade in ein neues Projekt wie hier oder so, dann dauert das 5, 6, 7 Jahre und dann hast du schon keinen Bock mehr auf die Industrie und dann hast du gerade mal an einem einzigen Spiel gearbeitet. Und vorher konntest du halt wirklich deine Expertise in verschiedenen Bereichen aufbauen. Das geht heutzutage gar nicht mehr. Außer du arbeitest irgendwie bei dem Ryoga Gotoku Studio, wo die halt in ein Spiel 12 Spiele reinbauen. So, da kannst du, ja, ich hab Erfahrung in Racing Games, in Arcade Games, in Fighting Games, in Rollenspielen, in allem möglichen Management, Aufbausimulationen, Visual, also da geht's einfach in alle Bereiche rein. Ja, das ist insane, ich meine, ich habe das jetzt fast durch.
dass The Man Who Erased His Name. Ich habe jetzt alles. Warte mal, ich kann das, oder? Ich habe gestern Abend im Bett dieses Pocket Circuit Racer Ding gemacht. Ja, genau, ich habe jetzt alles gemacht im Spiel. Mir fehlen jetzt nur noch die letzten beiden. Also ich bin kurz vor Ende Chapter 4 und dann muss ich das noch machen. Und da ist dafür, dass die es in unter einem Jahr entwickelt haben, das ist insane. Ja, auch was an Inhalt und so da drin ist. Aber 80% vom Spiel ist halt Copy-Paste. Das ist so Sotenbody als Stadtteil. Auch in der Dragon Engine hatte man das vorher schon. Das Pocket, ne, die ganzen Minispiele sind aus anderen Yakuza raus. Das Einzige, was man hier neu gemacht hat, ist auch dieses ganz, ganz kleine Kolosseum-Gebiet, was halt super winzig ist und wo das reine Kolosseum auch nur eine Abwandlung von dem früheren Kolosseum war. Und ansonsten sind es wirklich nur die 4 Gadgets, die du in den einen Kampfstil reingebracht hast. Und der Rest ist an sich aus allen vorigen Spielen irgendwie so zusammengemischt. So, das heißt, ne, da kann ich dann schon verstehen, dass du es dann schaffen kannst, in dem halben Jahr zu machen. Und bei einer Serie, die halt schon so lang ist, ist es dann teilweise schon eine Ermüdungserscheinung. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn ich vor Gaiden direkt 2, 3 andere aus der Dragon Engine oder so gespielt hätte und dann da reingehe. Ich glaube, dann hätte ich gesagt, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber dadurch, dass es bei mir schon jetzt wieder was länger her ist, dass ich halt das letzte Mal, dass du mit Kirio da unterwegs warst, war bei Kiwami 2. Oder war, ich weiß gar nicht mehr, 6 Kiwami 2? Was war zuerst? Bin gar nicht mehr sicher. War ja so ungefähr ähnlich. Aber das ist halt schon was, das ist schon was länger her. Und dann bin ich so, ah, okay, alles klar. Nettes Side-Game. Ich muss Lost Judgment auch mal spielen, ja. 6, dann, genau, Kiwami 2 war das letzte, was ich da gespielt habe. Ach so, das ist, ich hatte vorgestern vergessen, meine Xbox auszumachen. Ich bin pennen gegangen und ich hatte vergessen, die Konsole auszumachen und die lief halt die ganze Nacht. Die Ingame-Spielzeit ist, glaube ich, bei 20 Stunden oder so. 20, 21 Stunden ist meine Ingame-Spielzeit. Ich habe ansonsten halt alle, also bis auf die Minispiele habe ich alles gemacht. Musste ja Colosseum und so komplett machen auch. Ich habe auch alle Requests und so gemacht und alle, die in der Welt so rumlagen, ja. Ich meine, ich kann auch nichts drüber erzählen, weil ich noch unter Embargo stehe, aber ich bin's gerade am Spielen. Das Aktuelle. Spike Out in Yakuza, also ja. Ich meine, darf ich über Spike Out reden? Ist ja ein anderes Spiel an sich da drin. Es ist auf jeden Fall sehr geil, dass da Spike Out drin ist. Xbox has confirmed that Senua's Saga Hellblade 2 will be a digitally only release, costing. Alles klar, ich meine, das ist im Game Pass drin. Aber ja, dann werde ich niemals dafür Geld ausgeben. Ich meine, Hellblade 1 war ja auch. Hellblade 1 hat nie eine physische bekommen, oder? Hellblade 1 war doch auch ein. War das nicht ein rein digitales Spiel oder vertue ich mich da gerade? Warte mal, ich muss mal kurz. Muss ich mal kurz eine Schwarzblende verpassen, damit ich nicht wieder gedoxt werde. Nee, es hat eine physische Version gekriegt. Okay, doch. Aber auch zum Start? Ich muss gerade mal drauf gucken, aber ich glaube, hier ist nichts Schlimmes. Weil das hat ja schon diese ganzen Awards drauf. Das ist, glaube ich, erst später gekommen, ne? Nee, später, ja, ich wollte gerade sagen. Also ja, vielleicht kriegt das dann noch nachher mal, weil du hattest auch, ich meine, Psychonauts 2 hat auch eine physische Version gekriegt. Später erst. Ich hoffe auch immer noch darauf, dass irgendein Publisher, dass irgendein Publisher
Hi-Fi Rush rausbringt, physisch. Weil ich glaube, die Psychonauts 2 Edition, die kam auch erst so ein halbes, dreiviertel Jahr später oder so, oder fast ein Jahr später, ich bin nicht mehr ganz sicher. Deswegen, ich hoffe, da kommt noch eine. Aber ja, es ist... Also es ist bei Microsoft scheint so zu sein, wenn es nicht Vollpreis ist, dann bringen wir das gar nicht erst physisch raus. Weil 50 Tacken ist halt kein Vollpreisspiel mehr. Leider. Und da scheint, das ist genau wie bei Hi-Fi Rush war 30 Euro und das ist halt deswegen nicht physisch rausgekommen. Die anderen Sachen, so Forza Horizon ist physisch, Starfield ist physisch rausgekommen, Redfall ist physisch rausgekommen, die sind alle physisch erschienen. Und hier Forza Horizon 5 ja auch vorletztes Jahr. Aber ich glaube, Psychonauts war die einzige Ausnahme, weil ich meine, das war ein Vollpreisspiel eigentlich. Und hatte keine physische bekommen. Aber ansonsten haben die eigentlich immer alles physisch rausgebracht bisher. Deswegen, das scheint dann wirklich so zu sein, wenn es kein 70, 80 Euro Spiel ist, dann bringen wir das nicht physisch, ja. Ich meine, das war noch unter Bethesda, oder? Ich weiß nicht, ob Microsoft das da rausgebracht hat. Kena kam auch erst später auf Disc. Ich meine, aber in dem Fall ist es ja kein Microsoft-Titel. Das ist ein bisschen scheiße. Deswegen, weil Indiana Jones wird auf jeden Fall physisch rauskommen. Ja, das war unter Bethesda, aber das ist ja, das ist was anderes. Das ist Bethesda unter Bethesda ist was anderes als Microsoft unter Bethesda. Bethesda haben, da geht's darum, das auf so viele mögliche Plattformen anzubieten. Microsoft geht's darum, ihr System überall möglichst anzubieten. Also das heißt, das Einzige, wo sie sich beugen, ist Steam. Weil das halt auch dann, das ist halt finanzieller Ruin, ein Spiel nicht auf Steam rauszubringen. Aber GOG ist einfach nur so eine Nettigkeit. Hellblade 2 soll nur 4 bis 5 Stunden haben. Ich hoffe es. Ich meine, das finde ich gut. Sie haben gesagt, dass es kurz ist. War das jetzt irgendwo offiziell, dass es 4? Kann auch sein, dass ich gerade eben nicht zugehört habe. Ich habe eben nur verstanden, das ist ein Short Experience. Aber Short heißt heutzutage auch schon 15 Stunden gefühlt. Deswegen, ich dachte halt, es geht jetzt so lang wie der erste Teil halt. Der erste ging so 8 Stunden, meine ich, beim ersten Mal. Es ist halt nur seltsam, weil an dem Spiel arbeiten die, ich meine, die haben Bleeding Edge noch zwischendurch gemacht, aber angekündigt wurde Hellblade 2 vor der, das war glaube ich so das erste Spiel, was angekündigt wurde von irgendeinem Studio, was Microsoft damals in ihrer Akquisephase erwähnt haben. Also ich glaube, Hellblade 2 wurde, warte, wenn wir mal... Hellblade 12, das ist mein Lieblingsspiel. Wenn wir mal hier auf Hellblade gehen, das war... revealed 2019. So, das heißt, so, okay, vielleicht haben sie da am Anfang noch eher an Bleeding Edge oder so gearbeitet. Aber das ist dann trotzdem 4-5 Jahre Entwicklungszeit. Für halt ein relativ kurzes Spiel, was spielerisch gefühlt 1:1 wie der Vorgänger aussieht. Und da dann so lange dran zu arbeiten, also da müssten die doch nebenbei noch was gemacht haben. Vor allem, weil haben die da Was macht denn Tami mittlerweile? What? Founders, Key People, Chief Design Director, okay. Also das heißt, der ist gar nicht mehr, weil das fand ich nämlich seltsam, dass dann eben hier Dom Matthews da zu sehen war. Weil eigentlich haben sie immer auch Tamim in den Vordergrund gestellt.
Weil der, meine ich auch, ich meine, wer ist denn bei... Na, der ist auch der Director, der ist auch weiterhin der Director vom Spiel. Das ist halt weird, dass der als Director nirgendwo zu sehen war, weil ich dachte so, okay, vielleicht macht Hellblade irgendwer anders und die haben jetzt irgendwie zwei Studios oder so, deswegen... Weil ansonsten, weil Bleeding Edge kam ja 2020 raus? 2019? 2020, ja. Also Rennie Tucker, das haben sie ja auch dann wahrscheinlich parallel zu Hellblade oder so wahrscheinlich schon gemacht oder so, ne? Weil, das heißt, du hattest hier Tamim auch nicht dabei, das heißt, der hatte wahrscheinlich dann nach Hellblade 1 sich dann wahrscheinlich schon eher mit um Hellblade 2 oder so gekümmert. Oder vielleicht dieses Star Wars, keine Ahnung, auch weird sowas hier. Das war ja noch vor der, ich glaube, das haben die wahrscheinlich angefangen schon vor der Übernahme, deswegen. Ich glaube, Bleeding Edge hatten die wahrscheinlich auch schon vor der Übernahme angefangen. Aber das ist weird, dass der nicht zu sehen war. War der krank an dem Tag? Hatte der keine Lust mehr, irgendwie im Rampenlicht zu stehen? Ich dachte, ja, überall. Überall. Der war auch sonst immer, der war auch schon bei DMC Devil May Cry, war der überall zu sehen in den Entwicklerinterviews. Ich habe keine Ahnung, ob die Switch-Version irgendwas ist. Aber ich weiß gar nicht, war der von den anderen Sachen eigentlich auch Director? Weil das ist halt auch, stell dir mal vor, du arbeitest bei so einem Studio und du kannst halt nichts directen, weil nur dein Studio-Boss die ganze Zeit jedes Spiel übernimmt. Ich muss mich mal mit den ganzen Pre-Order-Sachen bei Infinite Wealth auseinandersetzen. Finde ich irgendwie ein bisschen, vielleicht muss ich einfach mal einen PR-Kontakt anschreiben, genau wie da die Auflistung ist, weil das scheint mir einfach irgendwie zu viel, so es gibt teilweise Klassen, die nur in irgendeiner Vorbestellerbox oder so drin sind. Weil das ist halt, das finde ich halt ein bisschen, bisschen schwierig, aber ja, okay, gut. Ja, alles klar. Also, ich werde mir gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen Gedanken machen dazu, entweder nehme ich gleich noch ein Video auf für morgen oder ich mache das dann morgen früh, ich guck mal. Aber nur, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, Avowed, ich finde es interessant vom Kampfsystem her. Ich vertraue Obsidian, dass sie eine gute Story und eben auch so Charakterinteraktion, Entscheidungen, so alles hinbekommen. Naja, RPG-Mechaniken auf jeden Fall. Ich finde es visuell absolut bland. So, guck dir das mal an, das ist einfach alles nur so von der Sonne einfach fucking ausgeleuchtet und dann hast du zwischendurch dein RGB-Lighting drin, was auch nicht so sehr in die Welt irgendwie in den Stil reinpasst. Und der doch eher stilisierte Stil, also was heißt stilisierte Stil, aber die Sache ist, dass du dann wie die Charaktere und alles mögliche eben aussehen, ist sehr stylized. Und dann packst du darauf aber realistisches Lighting. Und das funktioniert einfach nicht. Das sieht jedes Mal so fucking weird aus. Du musst eben dann auch einen Lichtdiff oder beziehungsweise Lighting wählen, was zu dem Stil passt, damit der eben auch ordentlich aussieht. Eine Sache, die hier verstanden wird. So. Da wird nicht einfach automatisch, oh, wir lassen mal irgendwo was draufballern und gut ist, sondern da wird auf jeden Fall drauf geachtet, hier auch wie die Schattierungen an den Charakteren aussehen, in jeder Pose, egal wahrscheinlich auch, woher das Licht dann irgendwie herkommt. Und bei Avowed wird das dann so, ja, lassen wir einfach automatisch irgendwie mal alles da drüber laufen. Aber ich habe auf jeden Fall, ne, sieht interessant aus davon. Hellblade, Ich werde es spielen, ich werde mich wahrscheinlich wieder drüber beschweren und dann ist auch gut. Trials of Mana ist auf jeden Fall mein Highlight von der... mein Highlight ist der. Das ist mein Highlight. Das ist mein Highlight von der Direct. Das hier... Das war das Beste, was wir gesehen haben. Aber spielerisch auf jeden Fall das, was mich am meisten interessiert. Es ist halt nur weird, dass das
es ist eben Square Enix Game, was auch auf allen anderen Plattformen erscheint. Und es war jetzt nicht mal irgendwie so, dass sie hier gesagt haben, oh, wir bringen auch andere Mana-Spiele auf die Xbox oder hier, das kommt alles in den Game Pass rein. Also war es eben so, okay. Da bin ich einfach am Schlafen gewesen währenddessen und von Indie war ich ehrlich gesagt enttäuscht. Also okay. Ja, aber du weißt, dass New Vegas in der Fallout 3 Engine gebaut wurde, ne? Das ist nicht Oblivion, das ist nicht Obsidians Engine gewesen. Ja. Ich mag den Pilz, ja, der sieht super aus. Alles klar, Leute. Gut, das soll's dann soweit gewesen sein. Ich muss mal gucken, ob's diese Woche. Also Streams wird's, wenn, nur noch spontan geben. Ich will mich da gerade nicht drauf festlegen. Ich würde wahrscheinlich gerne ein paar Sachen streamen oder zeigen, aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen, weil ich will jetzt morgen erstmal das Xbox-Video fertig machen. Das kommt auf jeden Fall, die werde ich wahrscheinlich gleich hochladen. Das kommt morgen Mittag dann. Ich werde die dann wahrscheinlich für Mittag so einstellen. Kommt die Cry of Fear Review auf dem Zweitkanal und dann das Xbox-Ding danach. Und dann werde ich wahrscheinlich privat selber währenddessen Prince of Persia anspielen und dazu wahrscheinlich einen kurzen Ersteindruck machen. Ich muss mal gucken. Vielleicht den Roguelike-Modus morgen mal im Stream ausprobieren von Last of Us oder so. Das könnte vielleicht. Es sind halt noch sehr viele Sachen in meiner Steam-Bibliothek, die ich gerne mal anfangen würde im Stream. Die habe ich dafür hier auch drin. So. Da ist noch gut was drin. Auf der Xbox genauso. Da habe ich auch noch, ich glaube, selbst auf der PS5 habe ich noch ein paar Sachen, die ich im Stream eigentlich gerne mal anspielen möchte. So, ich weiß nicht, wie kommt. Warte mal, morgen kommt. Die Another Code Recollection kommt morgen raus, aber ich glaube, die werde ich auch. Die wollte ich eigentlich im. Ich fahre am Dienstag nach Berlin. Und da werde ich die wahrscheinlich auf der Hin- und Rückfahrt dann spielen. Ich weiß halt auch nicht, wie interessant sowas ist, in einem Stream anzuspielen, weil das halt gerade der Anfang vom Spiel ist halt so lese-heavy. Und dann sitzt du halt nur da und entweder wird der Text vorgelesen oder du liest den Text vor und das ist dann, das finde ich für einen Stream eher uninteressant. Deswegen, das ist so auch genau wie wenn jetzt irgendwie die Ace Attorney Collection dann rauskommt nächste Woche. Da sitzt du halt da und liest die ganze Zeit vor. Das ist jetzt auch nicht so, dass, also vor allem fürs Anspielen. Weißt du, wenn du so einen ganzen Playthrough davon machst im Stream, aber auch dann finde ich, das lohnt sich dann eher für Sachen, die ich noch nicht kenne. Also ich finde so einen Vorlesestream von Sachen zu machen, wo ich die Story weiß. So, das wäre so, als ob ich irgendwie Danganronpa oder so streame. Das ist vollkommen irrelevant, finde ich. Ja, bei Time to 3 ist es aber auch eher, da sind die auch nicht alleine. So, ich glaube, wenn jetzt irgendwie nur Tom oder hier bei Ace Attorney, wenn jetzt nur Tom oder Mats alleine das machen würden, wäre das wahrscheinlich auch weniger interessant als dann zu zweit. Und auch da machst du es eben in Episoden und dann finde ich das so als einen kompletten 4-5-Stunden-Stream oder so, finde ich eher weniger interessant. Deus Ex durchgespielt? Nein, ich bin dabei. Ich mache gerade meinen ersten Durchgang. Tekken 8 habe ich Bock drauf. Tekken 8 kommt nächsten Freitag, genau. Ich habe einfach mal sicherheitshalber Graven angefragt, aber da weiß ich nicht, ob ich überhaupt Zeit für haben werde. Ja, es gibt halt noch so ein paar Sachen. Ich hatte Go Mecha Ball hatte ich angefragt, aber das kommt ja eh in den Game Pass nächsten Donnerstag. Und Anomaly Agent hatte ich kurz angefragt, aber habe ich noch nichts zurückgehört. So, da weiß ich es halt nicht. Eine Sache, die ich gerne im Stream vielleicht spielen möchte, ist Alisa, wenn die Konsolenversion rauskommt. So als ein Resident Evil-like. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz cool, das im Stream zu spielen.
Ja, Eddie hatte ich gesehen. Ich kann es verstehen, dass sie es direkt irgendwie so zeigen wollen, aber ich finde es halt weird, einen DLC-Charakter anzukündigen, bevor das Spiel rauskommt. Vor allem jemand wie Eddie. Also, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie der in den letzten Teilen oder so angekommen ist, aber das ist so, gerade als jemand, der so mit Tekken 3 halt in die Serie eingestiegen ist, ist das für mich immer noch einer der Tekken-Charaktere. Also, so wenn ich an Tekken denke, dann ist so, ja, Jin, Kazuya, Heihachi auf jeden Fall, aber dann sind es trotzdem auch danach dann eben so Figuren wie eben Eddie, wie eben Paul oder so, Hwarang, wo ich immer noch nicht weiß, wie man zu 100% den Namen ausspricht. Das sind halt so die Sachen, die Charaktere, so die OGs, an die ich halt dann immer denke. Ich kann Kazuya überhaupt nicht spielen, aber ich kann die ganzen Fighting-Game-Charaktere in Smash nicht spielen. Mein Main in Smash ist Zero Suit Samus. Es gibt nichts, wo ich meinen Freunden so mit auf den Keks gehen kann, wie der Up-Smash. Beziehungsweise Up-B auch. Up-B noch am ehesten. Der Up-Special ist, damit Leute einfach aus der Luft zu holen, ist immer. Das macht mir am meisten Spaß in dem Spiel. Ja, ich hab Tekken 3 Demo unendlich gespielt und auch am meisten Eddie. Diese ganzen Capoeira-Moves waren einfach am geilsten. Vor allem, wenn er den Handstand gemacht hat und dann wie so ein Helikopter die Beine gespreizt und du hast einfach die ganze Zeit die Charaktere damit durchgenudelt. Das war super. Aber ja, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, es kann sein, dass ich morgen am Samstag oder am Sonntag spontan live gehe. Ich kann noch nicht sagen, ob oder wann oder was. Ich habe ein paar Titel, die ich gerne anspielen möchte. Ich habe ein paar Videos noch auf der Reaction-Liste, die ich gerne endlich mal im Stream ansehen möchte, beziehungsweise besprechen will. Also es ist auf jeden Fall genügend da, Kram, den ich machen will. Es ist jetzt nicht so, als dass mir irgendwie, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll die ganze Zeit im Stream. Aber ich muss einfach von der Zeit her sehen. Naja. Gut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns dann, wann wir uns sehen. Und ansonsten, ich wünsche euch noch eine gute Nacht und schaut die Videos morgen übermorgen, wenn sie rauskommen. Bis dann. Bye, bye.